Hallo Freunde, willkommen zurück in der Höhle des Tropfens, in der Tempel des Tropfens. Oh mein Gott, ich habe so eine Angst, denn der Boss hier, ich habe mich erinnert, ist ganz schön schwer mit nur 3 Herzen. Ich hoffe, ich krieg das hin, aber wie wär's einfach mal mit Speichern? Könnte man ja auch mal machen, wa? Immerhin zocken wir schon ganz schön lange. So, okay, gut, aber unser Weg... Oh, unser Weg führt uns weiter nach hier. Hui! Yeah! Alter, Hupfatz! Bisschen aus der Ferne. So. Ja, nicht richtig getroffen. Aber egal. Eine Truhe. Oh Gott. Oh Gott, ey. Aber erstmal. Yes! Ein Glücksfragment. Gut. So, wir müssen ja eigentlich bloß noch das zweite Licht aktivieren. Aber wir haben immer noch gar keinen Gegenstand in den Tempel bekommen. Habe ich was verpasst? Nein, Leute. Alles gut. Alles gut. So. Okay, auf der Seite wäre es Nonsens gewesen. Obwohl, vielleicht... Vielleicht haben wir da ja... Zack, ein Herz drin oder sowas. Flup. Oh. Alter, wie krass. Es ist noch da. Ja! Voll noch gekriegt. Wow. Okay, wie das geht, weiß ich jetzt auch nicht. Vor allem müsstest du eigentlich runterfallen. Oh. Okay, Leute. Wir bekommen hier gleich... den Gegenstand. Ach, erstmal hier gucken. Oh Gott. Na super. Da kommen wir nicht rüber. Ach Mensch. Okay. Also erstmal muss das Ding zu. Okay. Jetzt komisch, ob was zugegangen. Dass ich das hier aufmachen kann. Zack. So, und jetzt muss ich wieder nach unten das nochmal aufmachen. Gut, alles kein Problem. So, da muss der Schlüssel drin sein. Wie einfach voll vor der Truhe weggeschmolzen ist. Yes, ein kleiner Key. So. So, ist hier mal irgendwie ein Herz drin oder sowas? Das wäre schon cool. Nee, hier ist nur Geld drin. Ach, so ein Mist. So. Alles klar, ja. Und ehe wir hier weiterkommen, muss es jetzt den Gegenstand geben. Und der ist cool. Oh nein. Oh nein, was war hier nochmal für ein Gegner? Ich nehme Boomerang. Okay, wer ist hier? Oh. Oh. Oh, stimmt ja. Jetzt kommt ja ein ganz besonderer Typ. Oh ja, Leute. Es ist mal wieder Zeit für so einen komischen Schleim, bloß diesmal einen blauen. Aber wir wissen, der blaue ist elektrisch. Alter. Oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich gegen seine Elektrizität machen muss. Oh, und du. So, komm her. Oh, Alter, wie fies. So. Okay, Strom ist irgendwie komischerweise aus. Wie das aussieht, Mann. Hoppala, na komm. So. Oh, nee. Den krieg ich aber platt. Wow. Achso, okay, wenn er Strom hat, kann ich nicht mal an ihm saugen. Okay. Oder wie habe ich das zu verstehen? Doch, kann ich. Nee, doch, er darf keinen Strom haben. Das ist auch der einzige Trick anscheinend. Autsch! Alter, voll jetzt komisch Strom. Nee, das geht so nicht. Oh Gott, oh Gott. Schnell weg. Schnell weg. Du bist doch, dass er mal springt, denn ey. So. Der Typ, ey. Guckt ihn euch an. So! Ich hab doch schon so ein starkes Schwert, Mann! Ach, aber alle guten Dinge sind auch bei dem Typen 3. Yes, okay. Oh Gott. Alter, das war ein bisschen zu früh. So. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wow. Ah, dumm ist halt echt, der wird halt wieder größer. Ach, Mann, ey. Oder nee, doch nicht. So! Und das müsste es gewesen sein für den Dicken. So! Die! Yes!
Puh, das war knapp. Alter, saugeil, Leute. Was hat er wohl freigegeben? Pass auf, ist ultimativ cool. Die Lampe. Sehr praktisch, einfach mit dem Knopf an- und ausschalten. Ja, das, was man am Anfang von der Link to the Past sofort bekommt, ist hier ein eigener Gegenstand. Aber der ist sehr cool, weil man kann damit halt echt alles schmelzen hier. So geil, einfach gegenrennen und alles ist zack. Alles ist zack, ja genau. So, jetzt kann man ja alles schön wegbrutzeln. Zack, zack, zack. Kinderleicht. Yes, oder man 100 da eingesackt. Jetzt muss ich aber auch nochmal gucken auf der Karte, das haben wir einiges übersehen. Okay, das ist hier... War ich hier schon? Ja, da war ich schon. Oh Gott, ey, der Tipp ist aber echt ganz schön groß. Ich weiß gar nicht, ob wir den jetzt in dem Part hier schaffen. Mit inklusive Boss und so. So, und dank der Lampe... Oh Gott. Dank der Lampe haben wir jetzt auch hier richtig schön großen Sichtradius. Aua. Was? Was? So. Nummer 2 ist down. Ist einfach mal alles angemacht. Ich glaube, das bringt aber nichts. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ching, ching. Wow, Mann, Mist. Link bleibt immer stehen, wenn er die Lampe anmacht. Oh Gott, wie fällt der aus? Lala. So. Und noch ein schönes Fragment. Geil. Zack. Zack. Aber das bringt wirklich nichts, ne? Nee. Okay. Oh Gott, die Lampe ist jetzt so schön groß. Was? Komm her. Wow. Nicht du. So. Boah, voll aus. An. Alter. So, zack. Hier haben wir ein bisschen. Ah. Ja, aber die Lampe macht. Warum macht die nicht den Raum heller? Mist, ich bin gleich tot. Ich bin... Ah, doch nicht. Da, da, da. Oh, noch eine Fliege. Dum, 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 bum, 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 bum. So, aua. Ich habe mich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. So, noch ein Glücksfragment. So, ein bisschen vorsichtig muss ich jetzt aber schon werden. Zack. So, komm her. Dass der immer noch zwei Schläge aushält. Oh, 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 oh. So, down. So, schön. Da brauche ich Bomben, habt ihr gesehen? So, wo ist wofür? Oh, das ist ja so ein Raum, wo man gar nicht sieht, dass da ein Raum ist. Okay, dann gehe ich da mal als erstes rein. So, Bombs away. Oh Gott. Und Raums. Ich muss halt, glaube ich, trotzdem nach oben. Oh Gott. Oh Gott, was seid ihr hier alles für Typis? Was seid ihr für Typis? Da, da, da. Na komm her. Sieht aber aus wie so ein optionaler Bonusraum. Eine Truhe. Na? Oh, Leben mit Schlüssel sogar. Alles klar. Sehr wichtig. So. Okay, wird das auf der Karte angezeigt, wo ich jetzt hier gerade bin? Nee, ist einfach ein schwarzer Raum. Gut, auf der anderen Seite noch genau dasselbe. So, wir haben jetzt gleich hier eine Runde abgeschlossen. Oh Gott. Hau ab, du scheiß Vieh, du willst mich hier umbringen, Mann, kannst vergessen. Bam, bam, bam. Okay, hier erstmal noch nicht lang. Okay, nichts passiert. Noch ein Glücksfragment. Okay, das bringt jetzt nichts. Zack. Okay. Oh Mann, Leute, ey, der Boss, ey. Ihr habt ja schon gesehen, er ist schon wieder so ein eingefrorener Boss in Zelda. Das finden die anscheinend irgendwie cool. Herzchen, Feuerchen und Truchen. Nice. So, ganz viele Glücksfragmente. Und, na, oh Gott. Oh Gott, so ein olles Feuer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das Feuer ist nicht cool. So, oh mein Gott. Okay, ich glaube, hier ist aber nichts. Ich komme einfach ab. Oder wäre da irgendwas gewesen? Nee, jetzt keine Truhe, nix. Auf was, wenn da ein Schlüssel runterfällt? Ah, ich würde lieber nochmal alle Gegner besiegen wollen. Die es hier gibt. Ach Mann, ey. Toll, dass man das ohne sehen kann. Oh, ich konnte mein Schwert nicht benutzen, wenn ich brenne. So. Okay, alles erledigt und nichts passiert. Gut. Aber was mache ich denn? Ah!
Wow! Okay, gut, schnell durch hier. Bam, bam. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Hey, warte mal, hier waren wir doch quasi schon mal. Oh, ein bisschen vorsichtig sein. Oh Gott. So. Wo sind wir jetzt? Ah! Okay. Bisschen Geld. Okay, was soll ich jetzt hier machen? Warte mal, als erstes, glaube ich, wäre es ganz praktisch, zack, zack, den zu verschieben. Dann muss ich den nur gleich wieder zurückschieben, ey. So. Oh, ich mache mir gerade schon so Gedanken wegen dem Boss, ey, was der nochmal macht und so, aber ich glaube, das wird echt übel. So. So. Und dann einfach wieder zurückschieben. Diesen einen Block. Yes, yes! Okay, das war's auch schon. Oh nein. Hier war aber jetzt kein Feuer oder sowas, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, nee, gut. Okay, drei Schalter müssen darauf. Aber warum kann ich mich hier verdoppeln? Soll ich irgendwas verschieben? Wartet mal. Ich glaube, das war gar nicht so nötig, hier irgendwas zu verschieben. Aber ich probiere es trotzdem mal. Ah, nee, geht ja gar nicht. Ach so. Wartet, ich muss mit zwei links rauf und mit einem Krug. Okay, keine Ahnung. Mal gucken. So, und dann will ich jetzt auf die Krüge darauf. Muss ich zwei Lücken lassen. Und das müsste denn hier so gehen. Mal gucken, ob das so gewollt war. Ich würde aber nicht drauf wetten. Aber immer so doof, dass ihr diesen weißen Punkt nicht richtig sehen könnt. Oder nicht immer richtig sehen könnt. So. So. Ja. Zack. So, stopp, stopp, stopp. So. Du bist jetzt... Oh mein Gott, ist bald vorbei. Ah. Ha. Super. Einfacher als gedacht. Oh Gott. So, jetzt auch schon klar, was man machen muss. Ein Viereck steht nicht am richtigen Ort. Was war das hier? Was ist das hier? Nichts. Aua. Ah, Union. Alter, ach so, wenn ich Feuer fange, renne ich ja wie so ein Bekloppter. Aber damals nicht, oder vorhin nicht, weil ich die Lampe hatte. Okay. Wow, wow, wow. So, was willst du denn, Mann? Was, was, was? So. Schön weggeflamed. Und man muss wieder schieben. La, la, la. Ha. Ja. Oh, oh. Haut mal alle ab hier. Vor allem du, komischer blauer Typ hier, der zu doll abwaste. Hier kann ich mich nochmal verdoppeln, aber ich glaube nur für den eventuellen Rückweg. Gut, hier dürfen wir auch alles haben. Was sagt denn die Karte? Okay, wir sind jetzt hier bald dabei, eine Runde rumzugehen, um das nächste zu aktivieren. Ja, ja, okay. Oh Gott. Also das kann sein, dass das einfach nur sehr schnell gemacht werden muss. Ja, schnell ist ja hier wieder mein Spitzname. Oh Gott. Oh Gott, na komm schon. Link, mach's an. Mach's an. Yeah. Oh, voll laut. Voll hochgesprossen, die Flammen. Bam, 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 bam. So, okay. Ups. Wow. Wow. Wuss, wuss. So. Oh, was haben wir hier? Oh, hier sind euren scheiß Viecher, ey. Ich habe keine Lust auf die. Oh gut, ich muss sie auch nicht besiegen. Gut. Tschüss. Warum soll ich die besiegen, wenn ich es gar nicht muss? So, erstmal die alten Viecher hier. Was passiert hier? Knacks. Oh. Aua. So, ist ja schon hier der letzte Gang hier, oder was? Ist ja schon die ultimative Abkürzung. Oh, oh. Leute, wir sind gleich beim Boss, ey. Aber ich muss noch die beiden Truhen da holen. Und da war da noch ein anderer Gang. Okay. Flup. Ich guck mir doch mal alles an, bevor ich hier, ne? Ich gehe hier nicht raus, bevor ich nicht alles habe. Ja, nochmal so ein Vieh? Oh, zwei so eine Viecher, natürlich. So. So. Okay, wow, wow, wow. Verbrenne. Abbrennen. So. Nochmal hier alles schön wegbrutzeln. Am besten wäre erstmal eine töten. Oder wirklich hier alles verbrennen. Ups. Oh Gott. Puh.
Erstmal Stopp hier alles. Ah, wow! Lass mir eine Ruhe, Mann, ich verbrenne euer Haus. So. Okay, einer ist down. Down, ist sie down. Hey, gab's hier überhaupt ein Herzteil in dem Tempel? Alter, weiß ich gerade gar nicht. Gab's hier ein Herzteil? Ich hab noch keins gesehen. Ah, wow. Stopp, wollte ich sagen. Und die! So, okay. Bethooms. Schon wieder fast tot. So. Genau, die Truhe muss ich noch holen. Oh, da muss ich gerade mal mit dem Floß nochmal hin. Oh Gott. Oh, du. Okay, jetzt sind wir aber gleich beim Schalter. Was? So. So, sehr schön. Nochmal kurz Karte checken. Nee, okay, gut. Dann habe ich jetzt ja soweit fast alles entdeckt. Außer die für die Truhe muss ich nochmal hin. Ja, das werde ich wohl müssen. Sonst ist alles erledigt. Wie komme ich da am schnellsten nochmal hin am besten? Ach, werde ich schon irgendwie einen Weg finden. So, jetzt erstmal hier den zweiten Schalter betätigen. Und jetzt, Leute, freut man sich schon, dass das Element eigentlich frei sein müsste, aber nein. Du hast es geschafft, Marcel. Nun können wir uns das Element nehmen. Puh, das war harte Arbeit. Nanu, irgendetwas stimmt hier nicht. Ist klar! Oh nein! Was soll das denn? Dieses Krakengespenst? Krakengespenst? Das ist ein Octorok. Hat uns das Element weggeschnappt. Hey, ich stehe nicht so rum. Los mal schnell, verfolge es. Los, Marcel, verfolge es schnell. Moment mal. Erstmal hier nochmal wieder voll heilen. Hups. Aua. Und ich muss nochmal gucken wegen den Truhen. Ich brauche doch Truhen. So, und zwar bin ich ja hier schon, naja, nicht ganz richtig. Oh Mann. Ich muss ja irgendwie nochmal nach unten kommen. Ah, nee, hier war ja bloß die Truhe. Also, okay, da muss ich runterfallen. Ja, okay. Ach, aber ob dieses Floß nochmal da ist, dieses Blatt? Ja, bestimmt nicht. Wus. Was? So, Hals. Ich brauche dieses Floß. Ah, das gibt's hier, glaube ich, nicht. Oh, das ist wieder. Ist es wieder neu? Ah, okay, es ist wieder neu da. Gut, dann machen wir nochmal eine kleine Extra-Runde mit dem Floß für die zwei Truhen, die noch fehlen. Und dann müsste ich ja so ein. Irgendwo da unten müsste ja so ein Beamer gewesen sein, ne? Obwohl, ja, nicht, dass ich schneller mit dem Beamer da bin. Aber ne, ich brauche das Blatt sowieso. Denn eine Truhe haben wir ja gesehen, die noch unter Eis war. Die kriege ich ja nur mit dem Floß. Da ich nicht aus dem Wasser steigen kann. Toll. Ja, da kommt aber der Boss echt im nächsten Part erst. Mann, ihr scheiß Viecher! So, wut. Tschüss, Mann. Dum, bam, bam. Lalala. So, dürfte ja ganz schnell gehen. Der Weg ist ja schon geebnet, nicht wahr? Und ich komme hinterher! Zack. Aber Leute, ich glaube, ich würde sagen, ich beende den Part jetzt schon mal hier. Oh Gott, stimmt, das war ja der Quatsch. So. Verlob. So, tauchen. So. So, hier war der Krug, genau. Okay, Leute, also vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal die letzten beiden Truhen noch schnappen und dann machen wir den Boss kalt und holen uns das dritte Element. Und dann, denke ich mal, können wir wieder ruhig mal ein bisschen Sidequesten. Bis dann, Leute. Ciao.